Ich habe jetzt ein paar Seelen, ich glaube, die reichen zwar noch nicht, aber ich kann mir gleich nochmal. Ja, da fehlen 204. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus, klopp schnell kurz die drei Typen um und dann haben wir unsere zwei Punkte in Beweglichkeit. So, komm her hier. Gut! Gut machst du das, mein lieber Freund. Komplett daneben und abschießen lassen. Ist egal, wenn man hier ein bisschen Damage kriegt. Wir können das eh gleich am Lagerfeuer nochmal resetten. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele Seelen ich brauchte. Aber wenn wir die beiden hier noch kaputt machen, dann reicht das. Wo will er denn hin? Das block ich. So, Nachricht lesen? Nein, da klemmen wir uns mal. Jetzt holen wir uns noch unseren einen beschissenen Beweglichkeitspunkt. Puh. Zack, so. Und dann hoffe ich mal, dass wir diesen verschissenen Drachen jetzt Tatsache mal tot bekommen. Das wäre höchst erfreulich. Ich hoffe, er hat nicht sein Leben resettet durch das Lagerfeuer. Das wäre echt gay. Aber normalerweise werden nur kleine Gegner durchs Lagerfeuer resettet. Soweit ich das weiß. Und Bosse und sowas nicht. Oh, das war knapp. Ach, ich wollte schon sagen, jetzt kriege ich hier gar nicht meine ganzen Seelen oder was. Aber ich habe sie doch bekommen. So. Ich stehe doch gerade jemand und schießt mit dem Bogen auf den Drachen. Ah, das ist doch schön. So, dich kriegen wir wieder nicht gebacksteppt. Und du hast ziemlich viel Rüstung, du Lappen. So, dann probieren wir mal unser Spielchen weiter. Bogen. So. Jetzt kann ich ihn auch benutzen. Ich habe keine Pfeile ausgerüstet. Ah, muss man das immer. Kann er die nicht automatisch da reinpacken? So. Anvisieren. Hervorragend. Schießen wir in den scheiß Stein rein. Schon mal einen Pfeil verschwendet. So, ich schieße jetzt vier Pfeile drauf, bis wir bei 25 sind. Wenn wir ihn dann noch nicht tot haben, dann mache ich das offscreen, bis wir das scheiß Schwert endlich haben. Weil ich will euch damit nicht komplett zu Tode langweilen. Gestehen wir uns das Ganze mal ein. Das ist nicht wirklich spannend, wenn man hier den Drachen in den Schwanz schießt. Das würde euch wahrscheinlich auch nicht gefallen, deswegen ist er da relativ verbost drüber. Ein Pfeil noch. Wird das der entscheidende Pfeil? Oder muss ich es offscreen machen? Das und noch vieles mehr sehen wir jetzt. Ich mach's offscreen. Bis dahin. Da haben wir es tatsächlich endlich bekommen. Ich weiß nicht, ob der Typ sich komplett regeneriert hatte zwischendrin oder ob der Bogen einfach vorher so schwach war. Aber wir sehen gerade unten, ich habe noch vier Pfeile. Also, da ist nochmal eine ganze Menge draufgegangen. Naja, ich will das Schwert eigentlich nicht benutzen. Ich werde es, falls ich irgendwie wirklich mal stacken sollte am Anfang, was ich nicht glaube, werde ich es vielleicht benutzen. Wir können es uns ja mal angucken, wie es aussieht. Das hat 200 Schaden. Und ja. Sieht halt nicht so besonders aus, aber ist relativ stark. Ach komm, wir testen das einfach mal an dem einen Kerl hier vorne. Ach nee, der ist ja wieder so an der ekligen Position. Gucken, ob wir den da wegbekommen. Ich glaube, der kann da irgendwie nicht weiterlaufen. Ach, jetzt auf einmal kann er doch da lang. Gut. Hier. So, 114 Schaden haben wir ihm gegeben. Ich glaube, das reicht als Vorschau. Weil ich will mir damit jetzt nicht das Game zu einfach machen. So, dann gehen wir mal weiter. Tatsache, machen wir heute ein wenig Fortschritt. Was ist da drüben für eine Meldung? Versuch's mit Geschoss. Ah, schön, dass hier gerade die Ratte so ankommt. Ja, invitet mich da nicht alle in eure schwulen Steam-Gruppen. So, tschüss, Ratte. Nett von dir. Mal mehr Ratten. Ah, Ratten sind irgendwie nicht so gefährlich. Das ist schon mal ein ziemlich netter Gegner. Ja, noch eine. Ja, man sieht nicht mal, wenn sie treffen, machen sie wirklich dicken Schaden. So. Dann haben wir das ja auch geklärt. Tolle Aussicht. Okay. Das sehe ich anders. So, dann schauen wir mal, wo uns das Spiel jetzt hinführt. Den Drachen
Vergessen wir jetzt erstmal. Ich denke mal, wir werden ihm später nochmal einen Besuch abstatten. Wollen wir hier hochgehen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was es da Schönes gibt. Bei diesen Treppen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Da habe ich irgendwie Angst vor. Weiß ich, dass, ob mir da auf der Treppe was entgegen rankommen kann. Ah, hier ist ein anderer Spieler. Oh, cool. Black Knight. Ah! Okay! Geile Sache. Ich wollte ihn backstabben. Aber irgendwie wollte er das nicht so. Ich weiß nicht, kann der hier runter? Oder stuck der jetzt da oben? Ah! Alter, ich hab geblockt! Der stört sich anscheinend nicht wirklich daran, wenn man blockt. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Bezirk der Untoten. Was ist denn das denn für ein Gebiet? Waren wir da schon mal? Kommt mir irgendwie nicht so bekannt vor. Das ist jetzt kacke. Jetzt habe ich nur noch 3 Stacks auf meiner Flask. Und ich weiß nicht mehr, ob hier irgendwo noch ein Lagerfeuer kommt. Und dann ist ein Zwischenboss. Schwäche, Stoß in den Rücken. Das ist so ein fettes Schwein. Hier steht ein Kerl. Mehr hier. Ah, kommt noch einer. Der Black Knight, der ist natürlich jetzt fies, dass der da oben rumsteht. Wenn die Fläche ein bisschen weiträumiger wäre, dann hätte ich da kein Problem mit. Dann könnte ich ja mit Feuerbällen auf ihn schmeißen. Aber dadurch, dass das alles so eng ist an dem Turm, geht das nicht so gut. Ach gut, der überlebt das. Killen würde ich den ja schon ganz gerne, den Black Knight, wenn man da eine Chance auf relativ starke Items hat. Naja, egal. Wir gehen erstmal nach hier oben. Ignorieren dieses komische Schwein da. Versuch's mit Blocken. Nein, echt? Da hinten haben wir jetzt eine Lappen. Dich kill ich mit meinem Feuerbällchen. Das kannst du irgendwie nicht so gut blocken. Hier war eben noch eine Nachricht, die ist jetzt einfach mal verschwunden. So, jetzt haben wir einen von den beiden weg. Ich weiß nicht, was ich da gerade geblockt habe. Das Geschoss von ihm hat mich getroffen. Und dann habe ich irgendwas noch geblockt danach. So, stirb. Und dort sehen wir dieses komische Schwein. Da haben wir einen Lendenschurz bekommen. Und einen Köderschädel. Keine Ahnung, was der kann. So, und das Schwein, das kriegt relativ viel Schaden durch Feuer. Gut, das war nicht das Schwein, das war der Hollow, den wir gerade anvisiert hatten. Warum kann ich das Schwein nicht anvisieren? Cool. Ignorieren wir einfach das Schwein. Nein, das können wir nicht. Wir können ja nicht an dem Schwein vorbeirennen. Gibt's da unten irgendwas? Na, gut. Da wollen wir also nicht runterspringen. Ich habe keine Ahnung, wie man das Schwein backsteppt, deswegen will ich jetzt mal hier so ein bisschen ranziehen. Ich habe das beim letzten Mal auch so gemacht, dass ich es mit Feuerbällen beschmeiße. Das chargt einen an, dann flüchtet es erstmal wieder. So, man sieht, die machen einigermaßen Schaden. Oh fuck. Ah, es ist durch das Feuer gerannt, da kriegt es auch Schaden von. Weil man halt merkt, das mag Feuer nicht wirklich. Und das ist tot. Ja, wenn man sich verstecken kann und Feuerbälle werfen, dann sind sie nicht so stark. Was haben wir da? Ein Reißkeilerhelm. Tolles Item. Und geschafft. Ja, das ist toll. Nutze ich jetzt nach unten oder nach oben? Nach hier oben geht's nicht lang. Gut, dann gehen wir nach unten. Hat sich das schon geklärt. Hollow. Achtung, vor dir links. Gut. Ja. Da wusste ich jetzt, dass da was kommt, weil mir die Nachricht das gerade vermittelt hat, aber so richtig sehen konnte man ihn nicht an der Ecke. Gut, ich renne in seinen Combo-Scheiß rein. Irgendwie bin ich heute nicht wirklich gut. Ich bin zwar nie so wirklich gut in dem Spiel, aber... Wow. Wollt ihr mir gerade einen Jump-Attack geben?
Aber heute spiele ich doch schon ziemlich erbärmlich. Wenn man 20 Minuten braucht, um den Drachen den Schwanz wegzuballern. Einen wehrlosen Schwanz. So, jetzt ist die Frage, kommen wir mit zwei Flasks denn bis zum nächsten Lagerfeuer? Beziehungsweise mit einer. Ich möchte ungern meine Seelen verlieren. Da unten ist noch ein Freund. Dich block ich. Das ist halt, manchmal wird man dann doch schon so ein bisschen ungeduldig, wenn man diese schwachen, vermeintlich schwachen Gegner hat. Geheimschlüssel. Cool. Keine Ahnung, was der kann. Ja, man hat halt diese vermeintlich schwachen Gegner. In diesem Fall sind das die Hollows. Das sind ja so die schwächsten Gegner überhaupt. Dann denkt man ja, gut, da. Wir sind jetzt Level. Huch. Das war toll. Wir sind jetzt Level irgendwas, da kann mir nicht viel passieren von den Teilen. Also, kommen sie runter. Und die können die Leiter runterrutschen. Ich weiß nicht, wie das geht. Muss ich mich vielleicht mal irgendwie reingoogeln. Ich habe alle Tasten, die mein scheiß Gamepad bietet, habe ich gedrückt und da hat keiner was gebracht. Also muss es ja bestimmt eine Kombination von Tasten sein. Ich habe sogar die Turbo-Taste probiert. Die bringt auch nichts. So. Nochmal eine Leiter hoch. Das machen wir doch sehr gerne. Leitern klettern ist immer ganz viel Spaß. So, was sagt mir dieses Ding? Pass auf, Feind. Dahinter oder was? Ist das eine Fogwall? Die sieht aber ziemlich hell aus. Gut, jetzt sind wir hier über diesem Schwein. Und was wir hier oben machen, das sehen wir beim nächsten Mal in Dark Souls. Bis dahin.